Ey Leute, mal ganz kurz, wenn du gerade schon filmst, ich muss einfach mal Danke sagen, einfach mal wirklich kurz, dass die Videos so geil gerade bei euch ankommen. Es ist wirklich ein Segen. Ron und ich können hier einfach wirklich den Tag über sitzen, damit es warm ist, und uns halt wirklich ununterbrochen mit Scheiße vollmüllen und das Ganze auf YouTube hochladen und einfach das als unseren Job bezeichnen. Damit es warm ist. Macht euch bitte gar keinen Stress. Wir müssen los. Squirrels are cold. Squirrels are cold. You're acting. No, like, you saw the show, Alter. The show came out of my fucking mouth. It's a normal tornado and I can't do it. And this is embarrassing. You know what I mean? This is off my channel. He's good. Dude, the sea is so dumb. Mike, can I drive? Oh. Die Leute haben unseren Blog geschrieben, du sollst mit deiner Stimme reden. Okay guys, so welcome to the new international content here. I have my international crew with me. I wanna be the very best. Dude, let me tell you something real quick. I don't know anybody in America with as much style as you. You literally are fucking, you're like a fashionista. Emo pro fox. Ich glaube, der Tennisplatz ist nicht fully booked out. Heute Tennis spielen im TSV Hollywood. Mein Jüngster, mach mal den Aufschlag. Das ist es. In meinem Team. Emily? Yes. Und Elena. No worries, guys, we got this. Nico, lass mal Elena Aufschlag machen. Oha! Nico with the serve, a great serve to Ron. Ron once again. It's hard to tell where that ball even went. Ron's had a long couple nights here in LA. He spent most of last night skiing. Now that he's got to the bottom of the mountain. Nico as well, just looking a little rusty today. Looks like he needs a little ibuprofen. Also, wir waren gerade ja so im Prinzip beim Tennis. Und jetzt nahmen wir im Prinzip was essen. Pascal, mein Allerjüngster, ist mit von der Partie. Ron hat gestern wieder mal bestellt, ohne nachzudenken, wie viel er isst. Und das Ganze werden wir ihm jetzt unter die Nase reiben. Wie du erschreckst, Alter. Gallone für dich? Gallone nehme ich. Guten Morgen, 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 guten Morgen. Sind alle ein wenig läsch und müde. Das liegt wahrscheinlich daran, weil Ro hat wieder zu viel gekifft. Das sind Anschuldigungen, verstehst du? Leute, ich habe gerade erfahren, Rohat trinkt keinen Kaffee und findet es widerlich. Kaffee schmeckt einfach nach Müll. Ich find's krass, wie du Kaffeetrinker diskriminierst. Habt ihr euch euren Pärchenurlaub so vorgestellt? Ich bin in 4. Wochen. Musst du noch kacken? Nee, nicht mehr. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir weiter, oder? Da drüben müsste es Hollywood sein. Aber ich dachte, es ist der Eiffelturm. Ich glaube, der Witz war fully booked out, kann das sein? Mein Jutze, hier unten hast du einen Staudamm. Wenn ich mir diesen Staudamm so gerade angucke, erinnert mich an etwas. Seitdem wir hier auf diese Geschäftsreise gegangen sind, konnte ich meinen Pimmel noch nicht versenken. Und der hat, glaube ich, so viel Druck wie dieser Staudamm dazu. Ron hat auf dieser gesamten Dienstreise noch nicht einmal wirklich den Dienst ausgeführt. Ron hätte einfach die Kellnerin im Hyde so mitnehmen können. Ja, man muss sich halt auch einfach mal wirklich vor Augen führen, dass es einen Abend gab, an dem waren halt auch Frauen im Haus, aber Ron hat sich halt lieber mit dem schwulen Typen unterhalten. Und Ron hat gefragt, ob er noch Frauen kennt, und er hat gesagt, nee, aber ich habe noch zwei gute Freunde, und die hat er dann eingeladen. Das Parfüm entzwirbelt sich in die Weiden. Ja, das ist halt hier im Haus so, ich werde ständig gefragt, Nico, kann ich bitte deinen Bart benutzen, um meine Locken zu machen? Ja, kannst du. Hi! Hast du dir jemals darüber Gedanken gemacht, wie komisch es eigentlich ist, zu duschen? Du cremst dich mit was ein, was du direkt danach wieder abspülst. Auf Wiedersehen! Warning, Premises unter 24 Power, Video, Surfstyle Lidien. Oh my god, dude! It's the German fucking invasion! Summer Rae, the girl with the giant ass, the big American ass Instagram model, she lives in there. She's here. She's not here. Oh, okay. Nah, shot it. Wait, what? No shot, dude. One tomato. Is this only the leg from the house? Yeah, it ends right there. I know, there's the neighbor. Yeah, there's other houses. Okay, so like this is not your own leg in the house. Yeah, no, because there's other houses on it. Okay, this is a bit cringe. Houses, it's okay.
wäre jetzt mir persönlich ein bisschen zu klein. Ich bin auch schon kleine Sachen geworden, oder? What is this? No! Oh, no, no, no! Oh, what is this? Run! Ohne Käse, Mann! Und ohne Soße! Ohne Soße, Mann! Ich spuck's auf deinen Burger! Du willst dir gerade sagen, du hast 4 Unterhosen mitgenommen für 4 Wochen. Ich hab mich verkalkuliert. Seid ihr nicht am Content produzieren? Könnt ihr euch kurz mal präsentieren einfach? Mef, warum bist du so ein Geier? Ich geier nicht. Nein, aber jetzt mal ganz kurz, wir haben der Carlotta noch gar nicht vorgestellt. Carlotta? Ja, ich bin ein bisschen schüchtern. Und natürlich Alexa, die kennt ihr ja bereits von unserem Kochvideo. Ja. Wo wir sehr, sehr geil. Super. Die beiden machen natürlich auch sehr, sehr gerne Content hier. Schaut vorbei. Meine allergalaktischsten, das soll es mal wieder gewesen sein. Ich trinke jetzt gleich ein Aperitif, dann trinke ich ein Aperitif, dann trinke ich noch ein Aperitif. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann scheppert den Daumen jetzt im linken oberen. Und dann trinke ich ein Aperitif. Und wenn ihr den Channel noch nicht abonniert habt und auch wenn ihr den Channel von Ron nicht abonniert habt, da ist jetzt auch wieder gerade eben ein Video online gegangen. Dann tut es bitte auf gar keinen Fall. Wir sehen uns auf jeden Fall hoffentlich nicht im nächsten Video. Als ich heute wach geworden bin, habe ich mich im Spiegel angeguckt. Und dann habe ich gesehen, heute muss gefeiert werden. Weißt du wieso? Wieso? Weil ich mich gesehen habe.